Moin ihr Lieben, seid gegrüßt. Ja, das Wetter gibt's her, heute kann man eine schöne Runde drehen. Und hab's Bike fertig gemacht, bisschen was mitgenommen. Leider kann ich immer noch nicht so weite Runden drehen, aber ich habe trotzdem Spaß, ein bisschen raus in die Natur. Ich werde über den Brockenblick ein bisschen fahren und nehme euch natürlich mit, wer Lust hat. Herzlich willkommen. Ja, was soll ich euch sagen? Also sieht trübe aus heute. Also schöne Aufnahmen, glaube ich. Das wird heute nichts. Aber egal. Hauptsache raus. Ja, das ist schon verrückt. Echt krass, gestern 1 Grad, 2 Grad. Ja, heute weit über 10 Grad. Ja, das Wetter macht, was es will. Aber deswegen ja auch Winter. Aber sobald du hier vom Straßenrand abkommst, alles komplett natürlich aufgeweicht hier. Und mal ganz vorsichtig rauspulen hier. Ich hatte nur noch mal kurz angehalten. Ja, und hier sehen wir dann die Reste vom Herbst, sage ich mal. Also hier ist alles weg, aber hier die immer, das ist jedes Jahr so, die halten sich extrem lange. Da kam aber auch was runter, ja. Aber sobald du immer auf dem Bike sitzt, da ist das einem immer egal. Wer fährt eigentlich von euch auch den Fredestein Icon? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich bin davon mega zufrieden. Ja, viel mitgenommen habe ich nicht. Was zu trinken. Ja, was man halt dann so mitnimmt, eine Powerbank noch für die Powershoot hier. Übrigens filme ich damit wieder komplett heute das Video. Oh, da haben sie aber die Radlager komisch angehört oder Achsen, wie auch immer. Das hat hier geklappert. Ja, das Dach habe ich auch mit. Werde ich auch immer wieder mal probieren dann. Was für eine warme Luft heute, ja. Na, Kopfsteinpflaster, das wird auch nicht mein Freund. Das könnt ihr wissen, ey. Da wird man immer so durchgeschüttelt. Naja, gut, was soll's. Ich habe ja so den Eindruck, das fängt jeden Moment an zu regnen, aber scheint sich zu halten. Bin schon gespannt, ob man den Brocken heute sehen wird. Das haben wir jetzt schon zwei, drei Mal probiert, aber ja, gucken wir einfach mal. Wenn ich hier meine Mütze mal aufhabe, dann höre ich immer hier den Motor überhaupt nicht mehr. Der ist eh schon so leise, aber naja. Auf jeden Fall ja, eine tolle Luft zum Radeln und ein bisschen draußen unterwegs zu sein. Moment, muss ich jetzt hier rein? Nee. Nein. Ja, da hinten ist schon mal der Blick auf den Lellen. Also noch ein bisschen dahinter, aber da war ich auch schon zweimal jetzt. Ist auch schön. Ist ähnlich wie der Ellen. Nur natürlich nicht so groß. Ja, und irgendwo da, ganz da hinten, geht hoch zum Brockenblick. Aber erstmal müssen wir hier nochmal durchs Dorf durch.
Hier war auch eine Aktion, hier haben sie die Seile hier von der Hochspannung neu gemacht. Da war ja auch oft gesperrt. Eben war es richtig windig. Jetzt ist es schön windstill. So, da müssen wir links abgleich. Ja, und danke auch für eure Zuschriften. Wir haben einige geschrieben, die auch mit dem Viator 7 unterwegs sind und ja, auch richtig happy sind, genauso wie ich auch. Naja, ich hoffe halt nächstes Jahr, dass ich da mehr und länger unterwegs sein kann. Aber soll's, manchmal ist das so. Ah, habe ich mit, alles klar. Ich muss eben noch mal gucken, ob ich wirklich was zu trinken mitgenommen habe. Und hier immer... ja, das ist ja so meine erweiterte Hausrunde hier, halte ich natürlich auch dann oft an und ich finde das immer sehr schön hier, auch ruhig gelegen und kann man halt so ein bisschen entspannen. Oh, sonst komme ich immer von da. Das habe ich mir heute aber mal verkniffen. Ja, und da ganz oben auf der Spitze von dem kleinen Berg hier, da ist dann der Brockenblick. Mal schauen, ob wir heute was erkennen können. Da lag ja auch schon Schnee. Ich weiß gar nicht, jetzt nicht mehr, glaube ich. Weiß es gar nicht. Ja. Ah, hier ist absolut durch die Büsche hier und alles. Denkst du, es ist echt Frühling? Ja, ist ja klar, wenn ich heute die Chance hätte, den Brocken mal mit euch zu sehen, scheint da hinten genau die Sonne. Und dann dunkelt hier die Cam so ab. Hm. Naja, mal sehen. Wir sind gleich da. Yes. Ich werf sogar einen Schatten. Ich hab's doch gar nicht. Ja, schauen wir mal. So, und tatsächlich erkennt man ihn. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch seht. Da, so ungefähr dort. Also, mehr da. Die Kamera zeigt es ein bisschen anders an. Da. Ist der Brocken. So leichte Umrisse sind zu erkennen. Und kaum hier oben pustet es wieder richtig. Ja, und wenn ich so hinter mir schaue, ich glaube, da kommt noch was. Naja, ich kann ja dann noch zum Testen weiter ausprobieren. Ja, fällt euch mal was auf. Hier ist niemand unterwegs. Außer ich. Ich dachte, dass heute wesentlich mehr auf dem Bike hier unterwegs sind. Wart ihr heute auch schon unterwegs? Auf jeden Fall sind wir jetzt hier rein. Löppet. Oh ja, da wird schön schwarz da hinten. Egal. Alles an Bord. Neue Regenhose habe ich mir auch gegönnt. Und auch ja, eine neue Radjacke. Mal gucken. Werde ich vielleicht auch noch mal ein Video drüber machen, aber erstmal möchte ich das so ein bisschen ausprobieren. Wie zufrieden ich damit bin und dann weiß ich auch mehr dazu zu sagen. Mein Gott, jetzt kommt die Sonne ja immer mehr hier raus.
und wird gut durchgeschuckelt hier. Ja, auch tatsächlich bei mir in der Nähe wurden neulich 8 Wölfe gesichtet, die ja, über den Acker gelaufen sind. Gleich 8 Stück, da hätte ich auch nicht mit gerechnet, ja. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, der ganze Weg ist ja komplett verschlammt. Da muss man echt aufpassen, dass man da, weil die Eichhörnchen hier auch nicht so viel Profil haben. Aber es geht. Ja, hier bin ich ja auch neulich mit dem Fatbike lang. Also da merkst du jetzt natürlich gewaltig den Unterschied, ja. Was solche dicken, fetten Reifen dann doch schon ausmachen können. Na gut, ganz andere Kategorie. Ja, halbe Stunde auch schon wieder weg. Ja, für einige von euch bestimmt auch langweilig, klar. Die kennen hier die Strecke schon. Aber gut, was soll ich machen? Ich will Hauptsache aufs Bike und schon raus und ich genieße das. Eigentlich egal, wo ich unterwegs bin. Für mich ist immer der Vordergrund einfach, ja, aufs Bike und loszukommen. Da kommen wieder andere Zeiten, das ist so, ganz bestimmt. Ich habe auch super viel geplant. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr mit dabei wart und auch wenn es so eine kleine, vielleicht auch langweilige Runde für euch war. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr mal mit dabei seid. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!